Aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu der insgesamt 8. Folge jetzt von der Kotlin Tutorial Reihe. Und heute geht es darum, was denn der Unterschied zwischen eigentlich einer Klasse und einer File ist in Kotlin. Weil das Prinzip gibt es in Java so nicht. Und genau, das wollte ich euch heute einfach mal erklären. Wie ihr hier schon seht, beziehungsweise wenn wir hier etwas erstellen, bei new Kotlin File-Class, haben wir hier bei kind, also bei der Art, mehrere Möglichkeiten. Die Interface, enum und object kommt später noch, aber vor allem Class und File. Im Grunde genommen, der Unterschied ist, der wesentliche ist, man kann in einer Datei in Kotlin mehrere Klassen haben. Also nebeneinander. In Java geht das so nicht. Man kann zwar innere Klassen haben, aber nicht mehrere Klassen. So, und ich habe hier eine Datei. Da steht erstmal so nichts drin. Und in einer File kann ich zum Beispiel Konstante haben. Wie mal wieder das klassische Beispiel Pi, die ich dann auch als Konstante importieren kann, auch in anderen. Aber ich kann natürlich auch Visibility Modifier davor schreiben, wie zum Beispiel Private. Lasse ich jetzt in diesem Fall aber mal. Genau, und als Beispiel für eine Funktion wollte ich einfach mal Square machen, also quadrieren. Und zwar brauchen wir da einen Value. Also ich nenne es Value und es ist ein Int. Und das soll einfach was zurückgeben. Ich gebe jetzt keinen Rückgabewert an, weil ich, weil man auch hier Type-Interferenz benutzen kann. Das heißt, der gibt, wenn ich Value mal Value nehme, dann kommt da ein Int raus und dann erkennt er hier, okay, das ist ein Int. Also wenn ich das jetzt hier hinschreibe, kann ich natürlich explizit definieren, aber brauche ich nicht. Das ist genau das Gleiche. So, und als nächstes erstelle ich eine Klasse, denn es gibt ja, wie gesagt, mehrere Klassen in einer File. So, und dann kann ich einfach sagen, Class, und ich nenne das jetzt Classes, und dann halt die den Block für die Klasse mit den geschweiften Klammern erstellen. Genau. Wichtig ist, eine Klasse ist standardmäßig public. Das heißt, ich kann natürlich auch eine Private Class hier definieren. Aber möchte ich jetzt in diesem Fall nicht. Und es gibt noch weitere Eigenschaften, die ich aber in den folgenden Teilen erst erklären werde. Im Grunde genommen erstellen wir so eine Klasse. Und wenn ich das hier jetzt nochmal eben hier ausschneide, dann seht ihr auch schon, wenn ich nur die eine Klasse in der Datei habe, dann ändert sich auch das Bild hier. Und dann ist das schon, also das Vorschaubild, eine einzelne Klasse. Ich kann jetzt auch noch eine Klasse Test erstellen. Dann wird es wieder zu einer Datei, weil mehrere Sachen drin sind und ich packe das wieder mal rein. Im Grunde genommen kann ich jetzt hier meine ganzen, machen wir mal ein Private Value. Square nenne ich den gleich mal. Wenn man auch noch schreiben könnte, ist gleich Square von 2. So, das ist dann 4 in dem Sinne. Aber darauf kann ich einfach so zugreifen. So, ist ja keine Klassenreferenz, deswegen kann ich this da in dem Fall nicht anwenden, weil das ist außerhalb der Klasse. Aber in Java wird das schon zu Klassen kompiliert, weil es ja nicht anders geht. So, und ja, dann habe ich hier eine zweite Klasse und ich kann hier auch noch mehrere Klassen einschreiben. Ich kann hier auch Interface definieren. Test-Interface nenne ich das Ganze mal. Genau, und ich kann hier auch noch weitere Dinge definieren. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip dahinter verstanden. Genau. Also Vererbung und solche Sachen, die kommen noch in einer der nächsten Teile. Und wichtig ist, dass aber eine Klasse in Kotlin einer Klasse auch in Java entspricht. Also das ist dasselbe Prinzip, nur ihr könnt mehrere Klassen in eine Datei schreiben. Und manche Sachen wie eine Konstante oder Funktion könnt ihr auch außerhalb von Klassen schreiben. Beziehungsweise es gibt ja noch ein paar andere Dinge, aber die kommen auch erst in der erweiterten Reihe. Genau, und dann war es das wieder für diese Folge. Wie gesagt, Daumen nach oben wäre schön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.